Ja, ich glaube, dass wir insbesondere in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben heute. Wir haben, glaube ich, außer dem Tor haben wir fünf gute oder fünf sehr gute Chancen noch ausgelassen. Da muss man eigentlich nachlegen, da muss man das auf das Zweite gehen. Das haben wir leider versäumt. Wir haben das auch in der ersten Halbzeit sehr gut mit Ideen auch bestückt insgesamt. Nach vorne sehr schnell gespielt, sehr schnell umgeschaltet von Defensive auf Offensive. Das muss ich sagen, das haben wir in der zweiten Halbzeit etwas vermissen lassen. Aber es ist auch so, dass wenn du so ein hohes Tempo gehst, wie in der ersten Halbzeit, kann es immer mal passieren, dass 10, 15 Minuten dann eben nicht so sind, wie wir uns das alle vorstellen. Aber ich denke, dass die Mannschaft sehr kompakt trotzdem gespielt hat.